Anja Fröhlich. Ich bin hier wissenschaftliche Volontärin im Bereich Frankfurt 1. Das ist auch immer schön, Geschichte, große Geschichte immer mit der kleinen Geschichte zu verbinden. Und da ist eins meiner Lieblingsobjekte eine Porzellantasse mit einem Zuckerdöschen, um das Glas herum geschmolzen ist, was aus einer ausgebrannten Wohnung oder einer zerstörten Wohnung aus dem Jahr 1944 stammte, was eben das Einzige war, was aus dieser Wohnung übrig blieb. Und da ist dieses Schicksal irgendwie so kondensiert auf dieses eine zusammengeschmolzene, aber doch zerstörte Ensemble von Haushaltsgegenständen. Schöner Globus, Kommunikation, Paulskirchenparlament, Kaisermacher Wahlstube, Schatzhäuser deutscher Geschichte. Glaube ich. Es ist immer wieder schön, jedes Mal, wenn man das Haus wieder betritt, hat sich was verändert. Es sind neue Sachen aufgestellt, neue Objekte eingebracht. Im Endeffekt herrscht hier kein Stillstand. Anja Fröhlich, wissenschaftliche Volontärin.